Auf Twitch steht ihr wie bei keiner anderen Plattform in direktem Kontakt zu eurem Streamer bzw. den anderen Zuschauern. Deswegen ist es auch gar nicht so leicht, sich im Chat so zu verhalten, dass sich sowohl der Streamer als auch die anderen Chat-Teilnehmer und ihr selber wohlfühlt. Daher schauen wir uns heute einige Regeln an, die euch auf Twitch definitiv zu einem besseren Chatter machen. Erster Punkt: Versucht auf subtile Hinweise zu hören. Wenn ihr 3 Nachrichten zu einem Thema schickt, der Streamer bei der ersten Nachricht normal darauf eingeht, bei der zweiten Nachricht vielleicht etwas weniger und die dritte Nachricht vielleicht ganz ignoriert oder nur mit einem kurzen Okay oder sowas antwortet, dann scheint das einfach ein Thema oder vielleicht auch Witz zu sein, auf den der Streamer in der aktuellen Situation einfach keine Lust hat. Und es muss auch gar kein absichtlich gemeinter subtiler Hinweis sein, sondern das kann einfach mal so automatisch passieren. Und dadurch könnt ihr das eben erkennen, bevor ihr wirklich verwarnt werdet, bevor der Streamer sagt, lass das Thema oder sonst kriegst du sogar ein Timeout. Big Mac, bann den direkt für 2 Wochen, Digga. Das könnt ihr dadurch eben einfach frühzeitig erkennen. Und das geht ein bisschen damit einher, schreibt keine zu heftigen Themen oder Witze in den Chat. Wenn ein Streamer gerade über ein politisches Thema spricht, dann dürft ihr natürlich eure Meinung dazu abgeben und das ist dann auch völlig okay. Aber wenn wir das gerade nicht tun und uns über Minecraft-Trader unterhalten, dann solltet ihr keine politische Nachricht in den Chat schreiben. Und genauso gilt das nicht nur für Politik. Auch Krankheiten oder Religion haben in diesem Kontext dann nichts zu suchen, egal ob als ernst gemeinte Nachricht oder als Witz. Der nächste Punkt ist ganz schwierig. Achtet auf euer Timing. Auf Twitch ist es grundsätzlich so, dass ihr einen ca. 15 bis 30 sekündigen Delay habt, wenn ihr am Handy seid, oder einen ca. 5 sekündigen Delay, wenn ihr am Computer seid. So ungefähr, das kann komplett variieren, je nach Serverauslastung, Internetverbindung und Streamingqualität. Und genau das kann eben zum Verhängnis werden und zu großer Verwirrung führen. Wenn ihr beispielsweise einen Witz auf eine Aussage des Streamers bezieht, dann existiert diese Aussage nicht zwangsläufig noch im Gehirn des Streamers eine halbe Minute später. I am stupid. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Füg Kontext hinzu. Jetzt mal in einem ganz bestimmten Beispiel. Ich frage, ob das Video von der Lautstärke her passt. Dann könnte man jetzt in den Chat schreiben, ja oder nein. Aber dadurch, dass der Streamer eben nicht weiß, auf was das bezogen ist, obwohl er eine sehr direkte Frage gestellt hat, solltet ihr lieber schreiben, passt von der Lautstärke her oder Lautstärke passt. Nächste Aussage klingt erstmal kontrovers, aber es ist nicht schlimm, wenn ihr eure Chatnachrichten wiederholt. Lasst mich das erklären. Wenn ihr eine Nachricht in den Chat schreibt und der Streamer liest sie einfach nicht und ihr seht, der Chat ist schon 5 Seiten weiter gescrollt und der Streamer hat keine Möglichkeit mehr, diese Nachricht zu lesen, dann könnt ihr nach ca. 5 Minuten diese Nachricht nochmal wiederholen. Vielleicht sogar, wenn ihr wollt, das ist bei kleineren Streams eher zu empfehlen, mit dem Anhang hatte das eben schon mal geschrieben. Und was an der Stelle auch nicht zu vergessen ist, der Streamer muss nicht auf jede Nachricht eingehen. Man kann gar nicht zwangsläufig auf jede Nachricht eingehen, weil einfach der Streamer auch irgendwo den Redefluss behalten muss. Also manchmal ist es einfach völlig okay und das ist auch nicht böse gemeint, wenn der Streamer eine Nachricht nicht vorliest, nicht darauf antwortet und das ist dann auch völlig okay. Und das geht dann damit einher, ihr müsst nicht immer etwas schreiben. Und das ist ein Punkt, den mache ich persönlich ziemlich oft. Und zwar habe ich einfach das Gefühl, wenn ich 5 Minuten nichts geschrieben habe, ich sollte doch mal wieder was schreiben, weil ich bin ja noch da, sonst denkt der Streamer vielleicht, ich bin weg. Das ist natürlich ein ziemlich dummer Gedanke. Nicht nur, dass eure Nachrichten, wenn ihr diesen Gedanken habt, natürlich qualitativ an Wert verlieren. Es ist nicht schlimm, wenn ihr einfach mal eine nicht so geistreiche Nachricht vielleicht reinschreibt. I am stupid. Gerade bei Emos ist das nicht schlimm. Die könnt ihr alle 30 Sekunden spammen, passiert nichts. Aber wenn ihr dann reinschreibt, dass das Wetter schön ist, nur aus dem Grund, weil ihr wollt, dass ihr noch im Chat präsent seid, ist das vielleicht nicht so cool. Der nächste Punkt gilt jetzt auch eher für größere Chats, aber achtet vielleicht einfach mal darauf, ob euch Moderatoren im Chat auf etwas hinweisen bzw. eure Fragen beantworten. Denn manchmal können Moderatoren im Chat eure Fragen genauso gut beantworten wie der Streamer und vor allem können im Chat auch sehr lustige Konversationen entstehen. Deswegen macht bitte nicht den Fehler, nur auf den Stream zu hören, schaut auch auf den Chat. Nächster Punkt sollte verständlich sein, aber habt Respekt vor den Moderatoren. Diese Leute machen wirklich eine ernsthafte Arbeit, könnte man schon fast sagen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war ich noch nirgends aktiv Moderator. Und unterstützen den Streamer, wo sie können. Natürlich solltet ihr Moderatoren respektieren und das sollte auch selbstverständlich sein. Aber seht sie weiterhin nicht als irgendwie die Polizei im Chat oder so, sondern weiterhin auch als normale Chat-Teilnehmer, mit denen ihr natürlich auch normal interagieren könnt. Nächster Punkt, korrigiert euch nicht. Hier gibt es nämlich 2 Arten von falschen Nachrichten. Einmal die,
die einen kleinen Tippfehler drin haben, was am Computer vorkommt. Man schreibt beispielsweise ein N statt einem M oder andersherum, kann passieren und so weiter. Ist auch in diesem Fall überhaupt nicht schlimm und ihr müsst das auch nicht korrigieren. Weil sowas geht einfach unter, weil man das gesamte Wort liest und nicht jeden einzelnen Buchstaben für sich. Und falls man das Wort dann nicht mehr lesen kann, ergibt sich der Zusammenhang, wenn alles andere stimmt, durch die anderen Wörter. Allerdings ist das etwas anderes, wenn ihr am Handy seid. Wenn ihr nämlich am Handy seid und ein Buchstaben falsch schreibt, dieses Wort ist bis auf einen Buchstaben komplett korrekt geschrieben. Wahrscheinlich sollte ich es mit einem komplett anderen Wort ersetzen. Weil oftmals erkennt man das gar nicht so richtig, schickt das dann ab und merkt, so macht die Nachricht gar keinen Sinn. In diesem Fall solltet ihr euch im Gegensatz zu dem ersten Fall sehr wohl korrigieren. Einfach eine Nachricht, Sternchen, das Wort vor dem Wort, das ihr falsch geschrieben habt, das Wort, das ihr falsch geschrieben habt, in richtig geschrieben und danach nochmal das Wort danach. Das nächste ist wirklich sehr, sehr wichtig und auch ultra nervig. Bettelt nicht nach Mod, VIP oder einem Subgift. Das ist wirklich etwas, das einfach nur unhöflich und unnötig ist. Zumal dies natürlich auch nichts bringt. Kein Streamer wird sagen, oh, jetzt bekommst du VIP, du hast danach gefragt. Nein, entweder wird es der Streamer vergessen, was ziemlich unwahrscheinlich ist, oder er wird sich das im Hinterkopf schon so ein bisschen merken und denken, das bekommt jetzt wahrscheinlich eher eine andere Person, weil das einfach kein korrektes Verhalten ist und er damit dann quasi auch irgendwo nicht so richtig VIP verdient hat. Also lasst diese Frage einfach und der Streamer bzw. die anderen Chat-Teilnehmer werden schon wissen, wann sie euch etwas geben wollen. Und dieser Punkt klingt jetzt erstmal unlogisch, aber all diese Fehler sind prinzipiell erstmal nicht so schlimm. Also wenn ihr irgendetwas davon macht, ihr fragt mal nach VIP-Status. Kann passieren, das habt ihr vielleicht nicht drüber nachgedacht, ihr denkt, es wäre cool und dann ist es nicht cool und dann habt ihr es halt gemacht, dann wird euch der Streamer dafür nicht hassen. Und wenn ihr 1 Million coole Nachrichten geschrieben habt und vielleicht 1-2 davon ein bisschen falsch waren, habt ihr nichts falsch gemacht. Also solange ihr es gut meint und die Absicht habt, ein guter Chat-Teilnehmer zu sein, macht ihr basically alles richtig. Ich mache manche Sachen davon auch. Beispielsweise sind meine Nachrichten sehr schlecht geschrieben oft und ich habe Fehler drin. I am stupid. Meine Witze passen manchmal auch nicht ganz zum Thema, aber das war meistens, denke ich mal, nicht so schlimm, weil ich trotzdem noch mainly ein guter Chat-Teilnehmer war. Hoffe ich zumindest. Falls es nicht so war, sagt's mir bitte. Also, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr dieser Videos hier sehen möchtet. Jeder Like und Kommentar pusht dieses Video, also gerne, wenn ihr wollt. Wir sehen uns vielleicht schon bei diesem Video hier. Bis dahin und tschüss.